Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Neben mir steht Frau Justizministerin Barbara Haflitzer in unserer Reihe 5 vor 12. Und es ist genau 5 vor 12. Das müsste man, vielleicht sieht man es, ne? Die Sonne scheint da etwas rein, aber das ist auch gut so. Wir genießen das schöne Wetter. 5 vor 12, 12 Fragen in 5 Minuten an unsere Justizministerin Frau Haflitzer. Der Kirchengongschlag um 12 Uhr wird uns daran erinnern, dass die 5 Minuten dann um sind. Legen wir mal los. Vielen Dank, dass Sie dabei sind, Frau Haflitzer. Sehr gerne. Sie kennen jetzt beides. Sie sind Richterin gewesen und jetzt Ministerin für Justiz. Was machen Sie lieber? Das kann man so nicht sagen. Ich bin ganz dankbar, dass ich beides mal machen durfte. Ich war 30 Jahre Richter und kann jetzt ganz viele Dinge, die ich so als immer ein Fragezeichen in meinem Richterleben hatte, angehen und zum Teil auch bewegen und umsetzen. Also von daher ist beides gleich spannend. Okay. Sie mussten als Richterin auch über IS-Terroristen urteilen und ziemlich grausame Videos sich dabei anschauen. Wie bekommt man solche Bilder eigentlich wieder aus dem Kopf? Gar nicht. Also solche Bilder kriegen Sie nicht mehr los. Die sind irgendwie schon eingebrannt. Wichtig ist eigentlich, dass man da mit einem Team immer zusammengearbeitet hat und auch Menschen um sich herum hat, die das auch kennen und mit denen man darüber redet. Das ist dann so die eigene Art der Verarbeitung. Mhm. Würden Sie sich als strenge Richterin bezeichnen? Naja, ich würde mich eher als faire Richterin bezeichnen, hoffe ich jedenfalls. Ich habe den Strafrahmen, den es nun mal in den Gesetzen gibt, jeweils im Rahmen der Strafzumessung ausgeschöpft, sowohl nach oben als auch nach unten. Das ist eher fair und gerecht als streng. Und so als Justizministerin eher streng oder eher gelassen? Das müssen Sie andere fragen. Aber ich hoffe, dass das, was ich unter fair verstehe, ich auch da umsetze und mich auch so verhalte und eigentlich so das, was ich als Vorstellung habe, wie man mit Menschen umgeht, auch jetzt so weitermache, wie ich das bisher getan habe. Wir haben eben kurz darüber gesprochen, vor dem Gespräch, Sie sind Chefin von 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hören die denn alle gut auf Sie? Ja, also Chefin, ich bin die Dienstherrin von diesen 11.000 und davon sind ja auch über 2.000 Richter und Staatsanwälte. Da bin ich nicht Chefin, sondern die urteilen oder klagen an in eigener und unabhängiger Art und Weise. Und die anderen hören auf mich wahrscheinlich zum Teil schon, aber das ist auch immer Diskurs und auch Gespräch, um miteinander dann zu den richtigen Linien zu kommen. Mhm. Ich würde Sie bitten, ein paar Sätze zu vervollständigen. Fangen wir mal mit dem ersten an. Mich bringt es auf die Palme, wenn? Ja, wenn unsorgfältig gearbeitet wird. Die Leute, die sich an die Justiz wenden, haben aus meiner Sicht ein Anrecht darauf, dass man sorgfältig und gründlich ihre Anliegen bearbeitet und auch beantwortet. Und wenn das nicht geschieht, das bringt mich dann ein bisschen auf die Palme schon. Okay, also wenn geschlammt wird, werden Sie sauer. Ja. Okay. Besonders stolz bin ich rückblickend auf mein erstes Amtsjahr auf... Stolz ist da nicht der richtige Ausdruck. Also das, was ich vorhin schon mal mit Dankbarkeit bezeichnet habe, das ist schon so. Aber ich bin ganz froh und auch ganz dankbar, dass wir schon einiges bewegen konnten, vor allen Dingen die Stellensituation deutlich verbessern konnten in der Justiz. Das finde ich toll. Und auch bestimmte Vorhaben angehen konnten, Gesetzesvorhaben angehen konnten, manche Organisationen so ein bisschen umstrukturieren konnten und das gut läuft. In die CDU bin ich eingetreten, weil... Weil das die Partei ist, in der ich meinen eigenen Wertekanon so am ehesten wiedergefunden habe und die auch so den Dingen entspricht, die ich mir so für ein gutes Zusammenleben mit den Bürgerinnen und Bürgern vorstelle. Mhm. Im Kabinett verstehe ich mich besonders gut mit. Das ist ein tolles Team. Also eigentlich verstehe ich mich, glaube ich, mit allen gut oder wir uns alle gut untereinander. Mit wem am besten? Das kann ich gar nicht so sagen. Und zu den unterschiedlichsten Themengebieten ist das natürlich, ich verstehe mich, oh Wunder, auch mit dem Finanzminister eigentlich gut. Ja, weil man auch mit ihm, finde ich, sehr gut und vernünftig die Dinge diskutieren kann, jeder mit anderen Ansätzen. Ich verstehe mich mit dem Innenminister gut, weil wir in den Dingen, die Sicherheit und innere Sicherheit angehen, sehr an einem Strang ziehen. Also von daher, ich könnte da keinen jetzt besonders hervorheben. Der Gongschlag rückt näher, wir müssen etwas aufs Tempo drücken. Kommen wir zum Ministerpräsidenten Stefan Weil, den halte ich für?
für einen tollen Menschen und für einen sehr guten Diskussionspartner, mit dem man wirklich vernünftige Gespräche mit guten Kompromissen am Ende führen kann. Sie sind bekennende Katholikin, haben einen Wunsch, hier jedenfalls im Interview, nach oben frei. Das Wetter ist heute wunderbar. Wie lautet er? Also das beantworte ich jetzt als Justizministerin, ja, nicht als Privatmensch. Mehr Wertschätzung und auch vernünftiges Umgehen miteinander, untereinander, das betrifft so die Menschen insgesamt. Das würde uns in der Justiz natürlich auch viel ersparen an Arbeit, das ist das eine. Aber es würde, glaube ich, zum Zusammenhalt der Gesellschaft auch gut beitragen. Zum Schluss kommen wir nochmal zu einem ganz ernsten Thema. Hat die Justiz beim Missbrauch in der katholischen Kirche die Aufklärung der Kirche weitgehend selbst überlassen? Nein, das hat sie nicht. Also in dem Moment, wo wir darüber wussten oder uns Kenntnis gekommen ist, habe ich mich ja nun ganz klar positioniert, habe die Kirchen eingeladen und habe von ihnen erfordert, dass wir die Akten bekommen. Das ist geschehen und jetzt sind die Dinge genau da, wo sie hingehören, nämlich bei den Staatsanwaltschaften. Frau Haflitzer, haben Sie herzlichen Dank. Der Gongschlag ist da. 12 Fragen in 5 Minuten waren das. Diesmal mit Frau Justizministerin Barbara Haflitzer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne.